Hallo allerseits. Tja, was soll ich sagen? Mein Video, in welchem ich auf die Missstände bei einem Kanal eines Moslems hier auf YouTube hingewiesen habe und dann anhand von drei Fallbeispielen gezeigt habe, wo es im Argen liegt, tja, ist wohl nicht so gut angekommen. Muss ich auf einen Vollidioten antworten? Im Gegenteil, der Betreiber von Ad-Din Nasahi ist ziemlich sauer, so dass er auf alle Regeln und Befehle seines Gottes pfeift und mich einen dummen, unverschämten, verlorenen Atheisten, der sich, man höre und staune, zum personifizierten Armutszeugnis macht. Seine Kreativität bei der Erstellung immer neuer Schimpfwörter ist schon erstaunlich. Also vergisst er, was der Koran ihm gebietet, so nett zu sein und höflich und Das so? ist ein vollkommen verblödeter und bemitleidenswerter Soziopath, ein minderwertiger Untermensch, minderwertiger Abschaum, weniger wert als der Dreck, der unter meiner Schuhsohle bleibt, wenn ich über die Straße laufe. Dieses verlogene und perfide Machwerk namens Video, das geistesgestörte Soziopathen frei auf der Straße herumlaufen. Dass er dumm ist, da dieser Stefan Kees aber dumm ist. Also Stefan Kees, wenn du nicht so dumm wärst, hättest du das auch verstanden. Was diesen Typ als ein personifiziertes Armutszeugnis klassifiziert. Macht dieser Vollidiot Stefan Kees das? Dumme Menschen wie dieser Stefan Kees versteht das nicht. Dieser vollkommen verblödete Einfallspinsel. Was für ein minderbemittelter Schwachkopf ist das eigentlich? Anschließend macht dieser Vollidiot, dieser arrogante Trottel, zeigt, dass er einen abscheulichen Charakter hat. Hochmut kommt vor dem Fall, du Idiot. Als nächstes äußert dieser Vollidiot, so jemand muss vollkommen bescheuert sein. Was für ein minderbemittelter Schwachkopf und Vollidiot. Dass er ein vollkommener Idiot ist. Was für eine Witzfigur. Zeugt von einer immensen Dummheit. Fern der Versager ist, du Vollidiot. Was für eine minderwertige Person. Also dieser Typ ist so dermaßen dämlich, heuchlerisch, verlogen, so einen widerwärtigen Charakter. Weil du dumm bist, er ist so eine minderwertige Kreatur. Übrigens, du Schwachkopf. Du bist ein personifiziertes Armutszeugnis und ein minderwertiger Untermensch. Du bist einfach nur eine armselige Kreatur. Oh je, habe ich ihm so weh getan, ach der Arme. Der Mann oder Betreiber oder was, der hat ein Antwortvideo gemacht, in dem er sich in der dritten Person spricht und eine Dreiviertelstunde lang nur weint, obwohl er behauptet, mein Video in 3 Minuten zusammenfassen zu können. Also sind das dann 45, nicht 3 Minuten. Naja, wir wollen nicht kleinlich sein, aber ich wollte das erstmal ignorieren, weil es ist echt peinlich. Na gut. Ich investiere noch ein paar Minuten und antworte hier mal, obwohl er in seinem Antwortvideo wieder nichts Neues bringt und auch keine Argumente bringt oder was an meinen Darstellungen eigentlich falsch sein soll. Und da, wo ich zeige, was falsch ist, sagt er einfach, ich lüge. Sagt aber nicht, was daran jetzt gelogen ist. Er weint halt. Und jetzt kann ich auf jedes Detail eingehen und ihn so richtig abkanzeln. Aber da habe ich irgendwie kein Interesse dran. Deswegen gehe ich auf einige Sachen ein und erkläre diese dann auch, lasse aber den Großteil einfach weg. Und wer da Details möchte, kann mich ja ansprechen. Ist ja nicht, dass ich weglaufe davor, okay? Also, worum geht's denn jetzt hier? Nur zur Erinnerung, der Typ hier schwafelt in den drei mir bekannten Videos völlig sinnloses Zeug. Lügt wie gedruckt, widerspricht sich, blamiert sich bis auf die Knochen mit seiner Unwissenheit. Und daran bin jetzt laut seinem Video, daran bin ich jetzt schuld. Also ich, nochmal, ich erkläre das jetzt zum 428. Mal. Ich habe keinen Götterglauben und brauche auch keine Götter, um durch den Tag zu kommen. Kann man jetzt aus einem Nicht-Götterglauben eine Aussage oder gar Behauptung ableiten? Nein, kann man nicht. Der Mensch ohne Götterglauben wird von denen mit einem Götterglauben als Atheist bezeichnet. Ich mag den Begriff nicht, ich finde ihn idiotisch, aber gut, akzeptiere ich eben. Das heißt, ein Atheist stellt also keine Behauptungen auf und glaubt auch nichts. Der Mensch hingegen, der viele Attribute und Facetten hat, der macht das. Nicht als Atheist, aber als, keine Ahnung, als Koch, Architekt, Pilot, Biologe oder was immer die machen oder wo immer die sich auskennen. Das heißt, was sage ich eben, der Pilot, der kann auch Vegetarier sein. Und wenn Sie den nach seiner Meinung über die CDU fragen, antwortet er nicht als Vegetarier oder als Pilot, sondern als meinetwegen gebildeter Politikkenner. Oder er hat keine Meinung. Nur, wenn man über das Essen spricht, kommt der Vegetarier durch und nicht der Pilot. Okay? Kann man das verstehen? Weil genauso ist es beim Atheisten. Und der Knallkopf hier im Video hat von alledem keinen blassen Schimmer. Er schwafelt über Atheisten, die nur über Evolution und den Urknall reden.
Völliger Quatsch. Ein Atheist ist jemand ohne Götterglauben. So, das war's. Er kann also nichts über die Evolution sagen. Der Mensch hingegen schon. Auch wenn er Atheist ist. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Und er benutzt auch diesen Atheismus. Was ist denn ein Ismus? Und wie kann ein nicht vorhandener Götterglauben ein Ismus sein? Das ist völliger Blödsinn. Und jetzt kann jeder hoffentlich auch verstehen, warum man einen Atheisten gar nicht widerlegen kann. Das ist völliger Unsinn. So, haben wir das jetzt klar oder? Ich meine, ich habe das ja bereits in meinem Video erklärt, aber es scheint nicht angekommen zu sein bei diesem Intelligenzbolzen. Also ein Atheist hat keine Meinung über irgendwas inklusive Götter, sondern lehnt lediglich die Behauptungen derjenigen ab, die ohne Beweise ihren Götterglauben dann auch noch verbreiten wollen. Ich weiß, dass das peinlich ist, aber viele merken das nicht und tun es trotzdem. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass sie einen Gott brauchen. Also, keine Ahnung, Beruhigung, Hoffnung oder oberste Instanz oder was immer die Fantasie liefert. Klar, natürlich, es wäre natürlich schick, wenn etwas diejenigen bestrafen würde, die sich vordrängeln oder andere betrügen. Nur, das gibt's nur in der Fantasie, nicht in der Realität. Aber das ist auch eine persönliche Sache. Und wenn jemand das braucht, sei es drum. Das ist wie eine Zigarette oder ein Schnuller. Ich brauche eben beides nicht. So, das war jetzt eine lange Einführung. Aber ich hoffe, es ist jetzt klar, dass der Macher dieses Videos auf Abdi Nassai sehr beleidigend ist, wenn er alle Atheisten missrepräsentiert, alle Biologen beschimpft und des Schwachsinns bezichtigt und alle Mathematiker und die Wissenschaften überhaupt. Einfach nur durch mangelnde Bildung, ausgeprägte Ignoranz und der Unfähigkeit, sich zu informieren. Und in meinem Video stelle ich die Frage, ob man generell Muslimen neben dem Attribut Götterglaube sowie Verehrung von Koran und Mohammed, also auch dann Feigheit und das Lügen zuordnen kann. Weil ich sage, nein, kann man nicht, obwohl viele das tun. Und ich rede hier von beidem, sowohl dem Zuordnen als auch dem Lügen. Meine Hoffnung ist, dass viele Muslime sich mein Video ansehen, das Original, das ich als Quelle angebe, daraufhin überprüfen und dann auf den As-Sahih-Macher zugehen und ihn ermahnen, ehrlich und offen zu sein. Manche werden das ja auch tun, aber andere werden mich blind aus ihrem Loyalitätsdenken heraus beschimpfen, ohne darüber nachzudenken. So, in seinem Video geht's jetzt erstmal beschaulich zu. Er kündigt an, er werde dummen, unverschämten, verlogenen Atheisten antworten. Also mir. Und nach 30 Sekunden geht dann das Trommelfeuer los. Was bei ihm so ziemlich das Schlimmste zu sein scheint, ist meine Schreibweise. Weil ich feige groß geschrieben habe. Weil ich den Titelmodus benutze, wie ich ihn kenne. Und da meine Muttersprache nun mal Englisch ist, habe ich auch die Angewohnheit übernommen. Ja, ich bekenne mich schuldig. Ich bin ein Versager. Ein vollkommen verblödeter und bemitleidenswerter Soziopath. Und er liest die Überschrift vor, merkt aber gar nicht, dass hinter den Worten so ein Kringel steht, der gemeinhin auch als Fragezeichen bekannt ist. Ich habe also eine Frage gestellt. Weil er sich in seinem Video als der superintelligente Obermacker ausgibt. Nee, ich gebe mich als nichts aus und stelle keinerlei Behauptungen über meine Person auf. Gebe ich mich also als Obermacker aus? Nein. Aber ich bin der Lügner? Das Erste, was er macht, ist, mich zu beleidigen. Das Zweite, was er macht, ist, über mich zu lügen. Das Dritte, was er macht, ist, seine eigene Dummheit zur Schau zu stellen. Zunächst stellt sich die Frage, warum er sich dieses Video überhaupt anschaut, wenn er eine Abneigung gegen den Islam hat. Naja, er versteht nicht, dass ein Mensch gerne lernt, liest, studiert, versucht zu verstehen und ihm deshalb alle zur Verfügung stehenden Quellen benutzt, um etwas über eine, was immer, Ideologie und deren Anhänger zu lernen. Er kennt eben nur den Koran. Ich nicht. Das heißt, ich gucke auch mal über den Tellerrand raus.
und gucke nicht nur im Koran nach. Ich betrachte den Islam objektiv von außen und kritisiere die schlechten Ideen. Ja, denn eine Ideologie ist eine Sammlung von Ideen, die in Konsequenzen münden oder nicht. Und die gucke ich mir eben an. Damit ihr einige Argumente habt gegen ihn, wenn er wieder mit Sticheleien ankommt gegen andere YouTuber. Nee, es nützt nichts, Argumente gegen mich zu sammeln. Da ich lediglich Argumente anderer kommentiere, ich reagiere eher, als dass ich agiere. Ich meine, ich mache ab und zu auch mal Aussagen, aber es ist eher selten. Und er beschwert sich, dass er der Einzige ist, über den ich ein Video gemacht habe. Zu seiner Beruhigung, es sind weitere in der Mache. Nur muss man eben irgendwo anfangen. Und da war seine unehrliche, feige Vorgehensweise eben der Anfang. Nur weil ich Videos in YouTube hochlade, in denen ich meine Meinung kundgebe? Nein. Muss ich jetzt alle seine Falschaussagen zählen? Nein, ich kritisiere ihn nicht, weil er Videos auf YouTube veröffentlicht. Auf gar keinen Fall. Es geht mir um seine Heuchelei und den idiotischen, fehlerhaften Inhalt. Und es geht auch nicht um die Person, sondern den Inhalt. Gott hat uns so erschaffen. Nee, falsch. Das ist auch so eine unbelegte Behauptung. Mich hat kein Gott erschaffen. Ich bin geboren worden. Als Produkt einer durch Sex ausgelösten Befruchtung und Verschmelzung von zwei menschlichen Zellen. Und der Empfängnis 9 Monate später. Da war kein Ton oder Klee, kein Matsch oder sonst irgendwas beteiligt. Und da war auch keiner der Götter notwendig. Meine Eltern haben das ganz alleine, ohne göttliche Aufsicht geschafft. Fehlt ihm etwas, das andere Menschen haben? Nämlich Sozialkompetenz. So, jetzt wird mir Sozialkompetenz abgesprochen, weil ich nicht den seiner Meinung nach richtigen Ton treffe und unverblümt die Wahrheit sage. Naja, wenn er keine Kritik vertragen kann, dann sollte er keine Videos auf YouTube veröffentlichen, einer Plattform, die sich durch eine Kommentarfunktion auszeichnet, mit der dann Ideenaustausch, angeregte Diskussionen, Dialoge erst ermöglicht werden. Er versteckt sich aber und schaltet jegliche Interaktion aus. Warum benutzt er dann YouTube? Ich bin ein minderwertiger Untermensch. Habe ich ihn wirklich so beleidigt? Nein. Habe ich grundlos, habe ich da irgendetwas genommen, ohne jeglichen Grund? Nein. Beweist er auch nur eine einzige Beleidigung meinerseits? Nein. Ich meine, nur mal zum Verständnis. Dieser Knallkopf beleidigt alle Wissenschaftler mit der Behauptung, die Evolutionstheorie ist der größte Schwachsinn, den sich die Menschheit je ausgedacht hat. Er versteht die Evolutionstheorie aber gar nicht. Also sind die anderen schuld. In diesem Video befassen wir uns kurz mit dem größten Schwachsinn, den sich die Menschheit jemals ausgedacht hat, nämlich die Evolutionstheorie. Und zwar nur kurz, und zwar den Beginn des Lebens, unabhängig von einem Schöpfergott. So, und jetzt, ihr sagt ja dazu, dass der Beginn des Lebens die Evolutionstheorie ausmacht, was zu 100% falsch ist. Fakt ist, es ist gelogen, da er ja wiederholt von sich behauptet, gebildet zu sein. Soll ich ihn für so viel Schwachsinn auch noch loben? Weil wir leben im 21. Jahrhundert und jeder kann die Ignoranz bekämpfen. Durch Bildung. Ganz einfach. Man muss nicht so dumm und unwissend durchs Leben laufen wie diese arme Irre hier. Jetzt mal ganz ehrlich, was genau hat das jetzt mit Atheisten zu tun? Nichts. Selbst wenn die Evolutionstheorie völlig falsch ist und nichts daran stimmt, beeinflusst das meinen abwesenden Götterglauben? Nein, natürlich nicht. Wie sollte es auch? Es sollte auch Muslime nicht beeinflussen, aber naja, das ist eine andere Baustelle. Er lügt in diesem Video wie gedruckt und versucht, Biologie zu leugnen und seinen geliebten Himmelsvater reinzubringen. Nein, ein modernes Bakterium ist keine primitive Zelle. Nein, nichts davon ist Zufall. Nein, nicht das DNA war der Anfang. Nein, Atome sind nicht Bausteine der DNA. Nein, die enthalten keine Gene. Nein, die Evolutionstheorie geht nicht davon aus. Nein, es ist kein Code. Nein, Atheisten haben dazu keine Meinung, da es bei Atheisten nur um Götterglauben, nicht um DNA geht. Es ist wirklich beschämend, was hier in diesem Video abgeliefert wird. Und wenn man ihn korrigiert, fängt er an zu weinen. Er kapiert weder Biologie noch die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Nichts, nur Blödsinn. Aber er wettert gegen ungläubige Biologen. Was Idiotisches. Und dann, ich gehe mal ins andere Video. Das ist das gleiche Trauerspiel. Nur Lügen, Falschaussagen, Heuchelei und Schwachsinn. Ehrlich. Nein, man kann einen nicht vorhandenen Götterglauben nicht widerlegen. Das muss doch jeder kapieren. Nein, der Koran erwähnt keinen Big Bang. Und nein, Atheisten behaupten nichts, gar nichts. Nein, ein Dach über der Erde spricht keinen an. Nein, die Heliosphäre, wie der Name schon sagt, hat nichts mit der Erde zu tun. Nein, der Urknall beweist keine Götter. Nein, man kann nicht ablehnen, was es nicht gibt. Nein, man kann nicht verleugnen oder leugnen, was es nicht gibt. Nein, Tag und Nacht beweisen keine Götter. Und nein, der Tagesrhythmus aller Lebewesen wurde nicht als Basis der Umdrehungsgeschwindigkeit unseres Planeten benutzt. Nein, der Urknall war nicht kalibriert. Meine Güte, so viel Blödsinn auf einem Haufen. Und dann in dem dritten Video, das ich als Demonstrationsobjekt heranziehe, da zeige ich, dass der Typ auch vom Islam wenig Ahnung hat. Er denkt nicht, er folgt. Dauernd redet er von Gelehrten, anstatt mal selber das eigene Gehirn zu bemühen. Nein, es gibt kein Alkoholverbot im Koran, da weder Alkohol noch ein Verbot erwähnt werden. Er stellt in dem Video die Behauptung auf, ohne jeglichen Beleg, es wurde schrittweise eingeführt, das Alkoholverbot. Nicht ein Gelehrter hat das gemacht, er hat das gemacht. Meine Güte. Und dann, Khamr, das heißt nicht Alkohol. Teufelswerk heißt nicht verboten. Also, gibt er mir recht. Hier steht ganz klar, was vermieden werden soll. Ihn, den Teufel, nicht Alkohol. Das Wort gab es überhaupt noch nicht. Meine Güte. Jahre später, ganz viel später, wurde dann durch Interpretation daraus ein Alkoholverbot. Und nein, es gibt keine Liste im Koran, in der bessere oder schlechtere Sätze erscheinen. Wenn Mohammed wirklich ganze Sätze vergessen oder falsch rübergebracht hat, stellt das den gesamten Koran in Frage und damit den Islam. Nein, ein Gott kann kein Schwachkopf sein, der einfach mal ein paar Sätze vergessen macht, dann seine Meinung ändert und was anderes sagt. Oder wieder dasselbe. Da würde ja nicht nur ich an diesem sogenannten Gott zweifeln. Ich meine, der Typ, der redet sich hier um Kopf und Kragen. Nein, ein besserer Satz ist nicht ein Satz mit dem gleichen Inhalt. Nein, ein vergessener Satz ist nicht ein nicht existenter Satz. Geht er in irgendeiner Form auf die barbarischen Sätze des Korans ein? Nee, er lügt einfach und tut so, als ob der Koran ausschließlich Kampfhandlungen als Verteidigung gestattet. Mann, oh Mann, ist das peinlich. Und reine Heuchelei. So, das waren nochmal die drei Videos, die habe ich rein zufällig ausgesucht, um zu zeigen, wie schlimm einige Apologeten in Deutschland sind und wie heuchlerisch und unehrlich sie sein können. Ich habe aber nicht alle Videos von ihm angesehen. Die anderen, wo ich nur die Fotos, da die Titel gezeigt habe, das war einfach nur zu zeigen, dass nicht nur ein oder zwei oder drei Videos alle Interaktionen abgeblockt haben, sondern dass es tatsächlich mehr sind. So, das nimmt der Mensch mir hier übel. Okay, ich habe ihn nicht mit Glacé-Handschuhen angefasst, das stimmt, und ihn relativ heftig auflaufen lassen, stimmt. Hätte ich höflicher sein sollen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich noch viel zu sanft. Wenn jemand so viel Scheiß redet und sich so dermaßen ungefragt blamiert, sollte man das kritisieren dürfen. Habe ich sachliche Argumente gebracht? Klar. Habe ich nur die Person kritisiert? Nein. Was soll dieses Geheule dann? In seinem Antwortvideo will er sich nach 4,5 Minuten das verlogene und perfide Machwerk namens... Sorry, nochmal. Das verlogene und perfide Machwerk namens Video genau ansehen. Echt, da soll man jetzt ernst bleiben. Aber der Typ ist doch nicht ganz dicht, oder? Ich meine, er beschwert sich, dass ich frei herumlaufe. Naja, also weißt du, der Typ ist komplett durchgeknallt. Das ist ja nur Blödsinn. Das ist völliger Stuss. Und er bezeichnet sich dann selber als gebildet. Naja, ein ungebildeter Mensch durch den Inhalt seiner Videos auffallen würde. Der kapiert nicht, dass er mir genau deshalb aufgefallen ist. Und jetzt
Jetzt wird schon unverschämt und dreist. Er bemängelt einen Teil eines Satzes. Das heißt, er nimmt nicht den Satz, sondern es sind nur ein paar Wörter raus. Die heißen, wie er aussieht. Und unterschlägt dabei, dass ich sage, ich werde Aussehen, Sprache und Hintergrund nicht kommentieren. Nicht kommentieren. Nicht kommentieren. Sondern nur den Inhalt selber. Das ist das, was ich sage. Aber er tut ständig so, als würde er mich zitieren, was aber nicht stimmt. Das heißt, er belügt seine Zuschauer nach Strich und Faden in dem Glauben, diese würden sich ja mein Video nicht ansehen und die Wahrheit erkennen, hören, was ich tatsächlich sage. Die verlassen sich dann darauf. Also sowas Unehrliches kommt einem selten in die Finger. Und ich werde dann als dumm betitelt, weil er lügt. Naja, also das sind die Muslime, die ich persönlich kenne, wirklich besser. Da braucht keiner so zu lügen und wir verstehen uns prächtig und sie haben meinen Respekt auch verdient. Dieses Arschloch nicht. Damals, da waren noch diese idiotischen Wissenschaftswunder im Koran aktuell und wenn ich mich mit denen unterhalte, egal ob Gelehrter, Lehrer oder Imam, alle haben nur gelächelt und zugegeben, dass viele verunsicherte oder ungebildete Muslime diese Behauptungen als Krückstock benutzen würden, um einem den scheinbaren Anschluss ans 21. Jahrhundert zu finden. Die mussten nicht lügen. Die haben mir das ganz klar erzählt. Das ist ein Kennzeichen eines Menschen mit einem guten und edlen Charakter. So wie ich einer bin. Und er sagt von sich, nur er über sich. Er habe einen edlen und guten Charakter. Was für ein toller Hecht. Was für eine Fehleinschätzung. Sorry, der Mensch hier ist idiotisch, ohne einen Hauch von lobenswerten Inhalten. Ist mir egal, wie oft der Pierre Vogel kritisiert oder Daesh oder sowas. Meine Güte, der soll die Wahrheit sagen. Denn er glaubt, aus mir unerfindlichen Gründen, ich habe mir alle Videos von ihm angesehen. Auch wieder falsch. Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Er sagt, ich sei unmoralisch, niederträchtig, mit abstoßendem Charakter. Warum? Keine Ahnung. Wir kriegen ja keine Beispiele oder Beweise, die irgendwie zeigen, wie niederträchtig, unmoralisch und mit abstoßendem Charakter ich wirklich bin. Oh Mann. Ich meine, mein Kritikpunkt war die fehlende Interaktion. Und jetzt kritisiert er mich, dass ich die fehlende Interaktion kritisiere. Und lobt sich selber und seine brillanten Videos. Die besten Videos auf YouTube. Dieses Video ist ohne Zweifel eines der besten und wertvollsten Videos auf YouTube. Aber deshalb stelle ich ja die Frage, sind solche Muslime Lügner und feige? Guck sie den doch mal an. Und deshalb nennt er mich einen Lügner, weil ich die Frage stelle, weil er Kommentare unterdrückt und ich das sage. Deshalb bin ich ein Lügner. Und was ist seine Rechtfertigung? Naja, viele schreiben mir auch unliebsame Kommentare und die müssten ja manuell gelöscht werden. Der Typ ist so hammerhart. So ein Vollpfosten und sagt, ich sei ein Lügner, weil man ihm ja persönlich schreiben könne. Der kopiert rein gar nichts. Ich meine, das muss der Islam sein, der bei ihm den totalen Blackout hier verursacht. Mensch, es geht um Anonymität, Interaktion und Meinungen. Nicht um eine akademische Abhandlung. Wir sind hier bei YouTube. Da können noch mal Wolken gezeigt werden, die nichts mit dem Video zu tun haben. Es geht um Dialog und Ideenaustausch. Nicht um einen Sermon. Da kann ich auch in die Moschee gehen. Und anschließend, er gibt sogar zu, dass er lügt. Dass zum Beispiel seine Videotitel dazu dienen, die Leute anzulocken. Aber dass dann der Inhalt etwas anderes ist. So ein Heuchler ist das. Aber es geht mir nicht um die Titel, sondern um den Inhalt. Ich zeige einen Inhalt und meine Kritik. Dabei sind mir eigentlich die Attribute so nebensächlich. Der, wie soll ich das nennen, also ich will ja nicht immer nur Idiot, Schwachkopf und Simpel und der dann der Autor. Ich nenne ihn Autor. Okay, also nehme ich eine Behauptung, die er macht und zeige, wie bescheuert die ist. Er, der Autor, macht das nicht. Wir sind jetzt durch 23 Minuten in seinem Video, der hat noch kein einziges Mal ein Beispiel gezeigt, wo bewiesen wird, was er über mich behauptet. Das ist schon ein seltsamer Vogel. Beweist wieder mal, dass er ein vollkommener Idiot ist, der sich hier mit seinem sogenannten Antwortvideo bis auf die Knochen blamiert hat. Nee, es ist kein Antwortvideo. Schon wieder falsch. Nein, ich sage nicht Nasch,
Ich habe mir das richtig aufgeschrieben. Das ist Nasch. Genauso wie ich Choschkele sage und nicht was immer. Meine Güte, ich bin damit aufgewachsen, okay? Das ist nur peinlich. Er stellt Behauptungen auf, die völlig aus der Luft gegriffen sind. So zum Beispiel, dass ich behaupten würde, dass die Biografie Mohammed Sunna heißt. Was? Nein, das tue ich ganz bestimmt nicht. Ich bezeichne nicht ein Lenkrad als Auto. Meine Güte. Aber er wirft alles durcheinander, macht sich aber nur lächerlich und schwafelt, ohne wirklich was zu sagen. Es ist schade, dass er zu feige für ein persönliches Gespräch ist. Und hier hätte viel geklärt werden können. Aber vielleicht gibt's auch nichts mehr zu retten hier, ich weiß es nicht. Aber so dumm, wie er sich mit Atheisten, Kosmologie und Evolution anstellt, das, so dumm kann doch ein Mensch im 21. Jahrhundert gar nicht sein. Ignorance is bliss. Und jetzt folgt noch eine konspirative oder Konspirationstheorie oder wie man, weil ja alle gegen den Kleinen hier sind. Er sagt mir zum Beispiel, also dem Ike und mir, was wir denken, was wir tun und wie wir agieren, ohne jemals mit uns beiden in Kontakt gewesen zu sein. Und redet sich jetzt auch noch in Rage. Aber man, bloß weil wir von Muslimen erfahren wollen, was Muslime über den Islam sagen, nicht was sie über die Evolution sagen. Alles in allem eine richtig schwache Vorstellung. Anstatt was zu beweisen und zu sagen, hier ist die Aussage, hier ist die Wirklichkeit und die Diskrepanz aufzuzeigen, labert er nur und weint sich aus, ohne den geringsten Beweis für irgendwas abzuliefern. Alles, was er macht, ist falsche Behauptungen aufzustellen, diese dann zu beweinen, anstatt meine eigentlichen Kritikpunkte zu beantworten. Der klassische Strohmann. Zum Beispiel ein Atheist ist überzeugt davon, dass ihm kein Klavier auf den Kopf fällt, aber er ist gleichzeitig überzeugt davon, dass diese erste Zelle nicht von einem Schöpfer designt wurde. Nein, das ist falsch, wie ich ja gezeigt habe. Das heißt, er stellt eine falsche Behauptung auf und tut so, als ob diese abwegig sei. Wo jeder rationell denkende Mensch sagt, ich weiß es nicht. Anschließend kritisiert er, dass ich als angeblich Ungebildeter über die DNA-Replikation rede. Nein, falsch. Ich mokiere mich über sein Unwissen. Jedes Schulkind kann das Zusammenspiel der Aminosäuren erklären. Jedenfalls behauptet er, dass ich nicht das Recht hätte, darüber zu sprechen. Seine Kritik an mich, dass ich dieses Bild zeige, ist also vollkommen unangebracht. Falsch. Ich kritisiere nicht das Bild, sondern den Inhalt, was darüber gesagt wird. Meine Güte. Aber das ist halt die Vorgehensweise. Falsche Behauptung, Beleidigung, nächstes. Das ist kindisch und albern. Also wenn ich Pappnase sage, ist es keine Beleidigung. Ich habe mal nachgesehen, einfach mal so. Und sogar tierischer Kotzbrocken, sogar in der Öffentlichkeit im Fernsehen, ist nicht automatisch eine Beleidigung, da man einstecken muss, wenn man austeilt. So einfach geht das. So, ich lasse das jetzt und wer Fragen hierzu hat, kann sich jederzeit an mich wenden oder sonntags bei Islam Ungelogen vorbeischauen. Danke fürs Zuhören.